Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, geschätzte Parteifreundinnen und Parteifreunde. Ich hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind und wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, gesundes und hoffnungsfrohes 2021. Die Vaterländische Union veranstaltet heute Abend ihr traditionelles Neujahrstreffen zum 35. Mal. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnten wir das Treffen aber leider nicht im gewohnten Rahmen durchführen. Für viele von Ihnen tät eine Teilnahme am 6. Januar im Vadotzersaal selbstverständlich zum Jahresbeginn dazugehören. Darum laden wir Sie alle am heutigen Dreikönigstag sehr gern zum Video-Neujahrstreffen ein. Damals ist das Neujahrstreffen als neutraler, offener Start ins politische Jahr ins Leben gerufen worden. Dem Gedanken wird unser heutiges Neujahrstreffen virtuell, als Live-Premiere und als Fernsehausstrahlung insofern gerecht, als dass es noch offener als sonst ist. Nicht nur, dass jede und jeder willkommen ist, sondern es können alle von daheim aus mit dabei sein. Das letzte Neujahrstreffen haben wir am Thema Vertrauen, die wertvollste Ressource der Politik, gewidmet. Und noch heute steht das Vertrauen erneut im Zentrum. So heisst unser heuriges Motto: Teamgeist schafft Vertrauen. Und für einmal steht nicht eine Referentin oder ein Referent aus dem Ausland im Fokus, sondern unser Landtagsteam und unser Regierungsteam für die Wahlen 2021. Und für einmal geht es dabei nicht um Funktionen und berufliche Titel, sondern um Menschen und ihre Geschichte. Denn unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag und die Regierung sind mehr als die Summe von ihren beruflichen Erfahrungen und Ausbildungswegen. Alle haben ihre eigene Machergeschichte. Keine von diesen Geschichten ist über Nacht geschrieben worden. Nein, sie haben sich alle über Jahre und Jahrzehnte entwickelt. Genauso wenig haben unsere Kandidatinnen und Kandidaten ihre persönlichen Erfolg alleinig erzielt. Es ist immer nur im Miteinander gegangen, im gegenseitigen Vertrauen. In den nachfolgenden Kurzporträts stellen sich unsere Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten gegenseitig vor. Dazwischen werden drei ehemalige VU-Politiker aus ihrem persönlichen Blickwinkel Überraschendes, Unbekanntes und Informatives über unser Regierungsteam erzählen. Für einmal steht nicht die oder der, der erzählt, im Mittelpunkt, sondern eben die andere Person, mit ihrem Denken und Handeln und ihren Qualitäten. Der Kurzporträt kann natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen. Sie machen aber Lust auf mehr und schaffen Vertrauen. Es geht dabei um Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten. Um Menschen, die schon heute ihren ganz persönlichen Beitrag leisten, um leichter stehen, zu dem zu machen, was es ist. Gemeinsam bringen sie das ein, was unser Land ausmacht. Bodenständigkeit, Machereigenschaften, Fachwissen, Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit und eine gesunde Portion Humor. Jetzt aber Vorhang auf oder besser gesagt Film ab. Ich wünsche allen gute Unterhaltung mit dem ersten Teil von unseren Kurzporträts. Der Leistungsausweis von dieser Person ist bemerkenswert. Nicht nur aufgrund von ihrer Qualifikation und beruflicher Erfahrung, nein, er ist auch eine ideale Ergänzung durch seine humorvolle Art. Er hat Erfahrung mit der EU als stellvertretender Botschafter, mit der EFTA, ist aber nicht nur im Ausland gut vernetzt, sondern kennt sich auch im Liechtenstein gut aus. Unser Landtagsteam braucht Politiker mit internationaler Erfahrung, die ganzheitlich denken und, falls nötig, auch Sachen mit Rechtswissenschaften untermauern. Er ist einer der bekanntesten Liechtensteiner, Sportler,
Für mich verkörpert der Spruch «Mens sana in corpore sano», also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Für das will er sich im Landtag einsetzen und das wird er auch tun, mit viel Freude. Sie ist eine Frau, die man aus zwei Gründen unbedingt für den Landtag wählen sollte. Der erste Grund ist, sie hat viel Erfahrung in der Politik. Sie ist im Vorstand der Frauenunion und sie hat viel Erfahrung in der Regierungs- und Gemeindearbeit. Der zweite Grund ist, dass sie eine Frau ist, die Tierliebe hat und ihr der Naturschutz sehr wichtig ist. Aus dem Grund glaube ich, dass sie mit sehr viel Sachverstand und mit sehr viel Menschlichkeit eine Verstärkung für den Liechtensteinischen Landtag sein wird. Er ist ein bodenständiger und ganz gemögiger Mann. Er ist so quasi die grüne Seele von Schaar. Dank ihm hat man schon ganz viele Bäume Schaar gepflanzt. Der Umweltschutz und die Umwelt liegen ihm wirklich sehr fest am Herzen. Er ist schon Experte im biologischen Weinbau und kann euch ganz viele Geschichten über den Weinbau und den Wein erzählen. Und durch seine Sozialausbildung hat er wirklich einen sehr guten Draht zu Jung und Alt, einfach quer durch die Gesellschaft. Was mir dem Mensch sehr sympathisch ist, ist, dass er sich selber als bodenständiger Liechtensteiner beschreibt, mit Ecken und Kanten, und dass er sich nicht verbiegen lässt. Er hat mehrere Jahrzehnte im SIU-Bereich international können tätig sein, und das sind wertvolle Erfahrungen, die im Landtag gut täten. Ich wünsche mir und ihm natürlich auch, dass er im Februar 2021 im Landtag Einsitz hat. Er findet 40 km/h die optimale Geschwindigkeit, hat einen grossen Enthusiasmus für neue Projekte und er kämpft bis zum Schluss, auch wenn es Jahre geht. Ich finde, er sollte in den Landtag, weil ein Gemeindevorsteher im Landtag vertreten sein sollte, weil er ein Experte in den Finanzen ist und mit seiner Zielstrebigkeit, weil er gesunde Staatsfinanzen will, einen starken Wirtschaftsstandort und ein sozialer Frieden. Der nächste Kandidat ist ein guter Zuhörer, ein ruhiger, positiv denkender und sehr sympathischer Machertyp. Er ist heute schon im Landtag und es würde mich darum freuen, wenn er wieder im Landtag gewählt würde. Er ist der einzige Bilang in der Fraktion. Er kann nämlich Dresdenbelgerisch und Balznerisch. Er ist von Beruf Wirtschaftsprüfer und sportlich sehr engagiert. Und seine grosse Schwäche ist Cola Zero. Geschätzte Damen und Herren, bevor es mit dem Manfred Kaufmann weitergeht, kommen wir zum ersten Überraschungsgast von heute Abend. Diese Person wird als waschechter Schaner unseren Regierungschefkandidat Daniel Riesch vorstellen. Nach 8 Jahren im Landtag, davon 4 Jahre als Fraktionssprecher, möchte er jetzt neue Köpfe Platz machen. Er hat sich in den vergangenen 2 Mandatsperioden immer für optimale Rahmenbedingungen für unseren Wirtschaftsstandort und für die Sicherung von unserem Sozialwerk stark eingesetzt. Als engagiertes Mitglied von der Harmoniemusik Schaar und als Alpknössler von Guschk liegen ihm aber auch die Förderung von der Kultur und vom Ehrenamt und der Haltung von unseren Alpen sehr am Herzen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich der Christoph Wenaweser. Wenn ich mir noch ein einziges Wort aussuchen dürfte, um Daniel Riesch zu beschreiben, dann wäre es das Wort «machen». Von ihm selber stammt das Zitat, dass Liechtenstein nicht einfach passiert, sondern gemacht wird. Es passt zu einem Menschen, der sich am Machen verpflichtet hat. Daniel hat nicht erst in diesen Jahren als Regierungschef Stellvertreter damit angefangen, er hat es immer schon getan. Sein erfolgreicher Schnurgerade
beruflichen und ausbildungsmäßigen Werdegang zeugt davon, genauso wie seine vielfältigen privaten Interessen und Engagements. Ich darf Daniel jetzt gleich schon einige Jahre begleiten und beobachten. Unsere erste Begegnung war vor mehr als 10 Jahren das Seffelins Live Festival zu Schaan. Der Daniel ist dort einmal an der vordersten Front des Organisationskomitees gestanden. Und dort hat er nicht bloß gemacht, sondern mit einem Team von motivierten Kolleginnen und Kollegen etwas geschaffen, das verhebt. Und wenn ich jetzt gleich noch ein, zwei weitere Worte suchen dürfte, die der Daniel beschreiben, dann wären es Zimmer und mutig. Zimmer darum, weil der Daniel als Musiker genau weiß und eh so lebt, dass man Zimmer spielen, aufeinander hören und sich einfügen muss, dass ein Orchester richtig klingt oder eine Band also richtig groovt. Und mutig, dass man sich nicht scheut, auch mal zum Solo spielen, sich zu exponieren und die Verantwortung für alle zu übernehmen. Es gilt ganz genauso beim Bergsport, wo Daniel eigentlich in die Familienwiege gelegt worden ist. Dort kann man schon einmal allein etwas Mutiges tun. Aber letztlich ist auch der Bergsport ein kameradschaftliches Zimmer, besonders im schwierigen Gelände. Auf schwieriges Gelände trifft man auch als Politiker, gerade dann, wenn man sich am Machen verpflichtet, für klare Verhältnisse und Entscheidungen sorgt, sich der Diskussion stellt, sich exponiert, Rückgrat zeigt und genau darum berechenbar und verlässlich ist. Wenn man Probleme nicht aushockt, auch wenn es hin und wieder feiner und bequemer wäre. Klar, eckt man beim Aushocken und beim Reden nach dem Wind weniger an und kann vielleicht auch die eine oder die andere Niederlage vermeiden, aber es wäre nicht der Daniel Riesch. Machen wird man leichter weiterhin mit einer mutigen Politik und miteinander. In 4 gemeinsamen Jahren in der Politik habe ich Daniel genau so erlebt, wie er schon lange vorher als Berufsmann und in seinen anderen Engagements für die Kultur, für den Sport und für das Gemeinwesen habe kennenlernen dürfen. Der Daniel ist in der Politik ehrlich und authentisch geblieben, er, wo er immer schon gesehen ist. Und er wird sich weiterhin treu bleiben. Der Daniel wird weiterhin mutig, zusammen machen. Und wer es so tut und verkörpert wie er verdient das Vertrauen. Dass ich dich, Daniel, im Mai 2016 für eine Kandidatur in unserem damaligen Regierungsteam anfragen durfte, war eine Ehre für mich. Und wenn jetzt du nach dem 7. Februar 2021 in der Regierung die Hauptverantwortung für unser Land übernehmen kannst, wird es für mich ein ganz besonderer Moment von der Freude sein. Weil es gut ist fürs Licht stehen. Im Speziellen natürlich auch, wenn du dort dabei auf eine starke VU-Landtagsfraktion zählen darfst. Und eine stellen wir jetzt gleich weiter vor. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren sehr gut, weil er, wenn ich, zu Balzers aufgewachsen ist und in der Ortsgruppe mitgearbeitet hat. Positiv an ihm ist, dass er eine sehr gute Allgemeinbildung hat und auch mal bei einer Versammlung aufsteht und Fragen stellt und sich zu Themen einbringt. Und das sagt er auch bei seinem Engagement für Elternzeit.li. Ich habe ihn auf der Laufstrecke beim LGT Halbmarathon getroffen. Obwohl ihm schon alles wehgetan hat er es bis in den Steg ein voll durchgezogen. Es zeigt für mich auch, dass wenn er etwas anpackt und sich etwas vornimmt, dass er es gut und richtig durchzieht. Er hat auf jeden Fall eure Stimme verdient. Der Mann, den ich euch vorstellen darf, hat genau den umgekehrten Weg zu mir gemacht. Während es der gebürtige Estner auf Tresa gezogen hat, hat es mich als gebürtiger Tresner auf Eschen angezogen. Der Lebensmittelinspektor ist verheiratet, Vater von 3 Kindern und durch Hesen ausprägter Familienmensch. Und genau dort möchte er im Landtag seine Schwerpunkte setzen. Durch seine Arbeit und seine sympathische und zugängliche Art kennt er die Bedürfnisse und Sorgen vom Mittelstand genau. Er ist an, wo die grossen Themen nicht scheut. Er will sich für einen faireren Finanzausgleich zwischen Land und Gemeinde engagieren und unser Sozialsystem und die Altersrente verbessern. Und das Letzte, was ich noch zu ihm sagen möchte, weil mir eh so fast der wichtigste Punkt ist, er ist ein Mann, wo der Handschlag noch etwas zählt. Die Person, die ich euch vorstellen darf, ist eine vielseitig engagierte Frau. Sie übernimmt Verantwortung und Führungsaufgaben in Vereinen und Organisationen.
Durch ihre Erfahrung und ihre weltoffene Art möchte sie sich gern im Landtag zu dem Thema Bildung, Soziales, Umwelt- und Klimaschutz einbringen. Durch ihre positive Einstellung zum Leben und ihre grosse Kontaktfreudigkeit wird sie den Landtag bereichern. Mir gefällt an ihrer Kandidatin, dass sie mutig und motiviert ist und sich gerne neuen Herausforderungen stellt. Sie möchte unser Land aktiv mitgestalten und mit innovativen Projekten und Ideen weiterbringen. Mir gefällt beim nächsten Kandidat, dass er humorvoll und optimistisch die Herausforderungen angeht. Er möchte gerne den hohen Standard in Liechtenstein erhalten und möchte gerne die Eigenverantwortung der Bürger stärken. Der Kandidat hat sehr eine ruhige und sachliche Art. Und ich bin beeindruckt von seinem grossen politischen Erfahrungsschatz. Er möchte das Land nachhaltig und mit gesundem Menschenverstand weiterentwickeln. Die nächste Kandidatin ist kaum aus der Ruhe zu bringen und sie gilt als Brückenbauerin. Sie möchte sich einsetzen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtiger Bestandteil für unsere Gesellschaft. Sie ist der Meinung, dass unser kulturelles Erbe geschützt werden soll und wünscht sich eine ständige Wertediskussion. Geschätzte Damen und Herren, bevor es mit der Roswitha Feger-Riesch weitergeht, kommen wir zum zweiten Überraschungsgast von unserem Video-Neujahrstreffen. Die Person kommt aus Ruggell und wird unsere Regierungsratskandidatin für den Wahlkreis Unterland, Dominik Hasler, vorstellen. Und sie ist in den letzten 8 Jahren im Landtag gewesen, davon 4 Jahre als Landtagsvizepräsidentin und 1 Jahr als Fraktionssprecherin. Nach insgesamt 20 Jahren in der Politik freut sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt. Sie hat sich vor allem für die Stärkung der Familie- und Erziehungsarbeit und für eine spürbare Entlastung vom Mittelstand sehr eingesetzt. Aber auch die künftige Finanzierung der Pflege und Betreuung im Alter liegt ihr sehr am Herzen. So engagiert sie sich zum Beispiel auch weiterhin ehrenamtlich fürs Zeitpolster.li. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die Violanda Lanter. Dominik ist in den letzten 4 Jahren als Regierungsrätin zu einer Person geworden, die man im ganzen Land kennt. Wie sie ihre Rolle als Bildungs- und Innenministerin in der momentan schwierigen Zeit wahrnimmt, hat aus der bekannten Regierungsrätin eine Persönlichkeit gemacht, die über Parteigrenzen aus sie geschätzt wird. Ihre ruhig, besonnene und herzliche Art und das immer wieder wichtige Betonen vom Miteinander und viel dazu beiträgt. Das Miteinander und das Füreinander kann aber nicht von ungefähr. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durchs Leben von Dominik. In den ersten Jahren ist sie für ihre Nana und ihre Mama grossgezogen worden. Der Familienzusammenhalt und die vorgelebten Werte und Normen von diesen zwei Frauen haben sie stark geprägt. Aber auch die Selbstverständlichkeit und die Herzlichkeit, wie sie von ihrem Adoptivpapa und seiner Familie später aufgenommen worden ist, sind für sie prägend gewesen. Und das bedingungslos füreinander da sein, lebt sie heute in einer Patchwork-Familie mit ihrem Mann und seinem Kind. Eine weitere Konstante im Leben von Dominik ist das Bedürfnis, den Menschen zu helfen und den Menschen im Mittelpunkt zu stellen. Nach ihrer Ausbildung zur Lehrerin hat sie in einem Strassenkinderprojekt in Afrika gearbeitet. Und in dieser Zeit ist für Dominik klar geworden, dass sie Heilpädagogik studieren möchte. Und die Entwicklungszusammenarbeit hat sie etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich aus jeder Situation das Bestmögliche zu machen. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist für Dominik auf ihrem weiteren beruflichen Weg zu einer inneren Haltung geworden. Sie betont immer wieder, dass jeder Mensch auf seinem Bildungsweg Möglichkeiten bekommen soll, sein individuelles Potenzial auszuschöpfen. Jeder und jede soll so sein Leben leben können. Dominik hat aber in den letzten 4 Jahren auch gezogen, dass zur politischen Arbeit Führungsstärke, Führungswille gehören und manchmal auch einen langen Schnuff. Für sie ist Politik eine Sache vom Vertrauen. Und das Vertrauen muss man sich erarbeiten, auf Augenhöhe mit den Menschen.
Es ist für sie wichtig, den Menschen in unserem Land zuzuhören. Weil nur dann können wir verstehen, was es braucht, sagt sie. Voraussetzung dafür sei, die Anliegen ernst zu nehmen. Und manchmal ist der Weg zur besten Lösung für unser Land kurz und manchmal länger. Um es mit den Worten von Dominik zu sagen, wichtig ist, dass es der liechtensteinische Weg vom Miteinander ist. Liebe Dominik, in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Freude und Erfolg auf deinem Weg. Jetzt steht der dritte und letzte Teil der Vorstellungsclips mit dem VU-Landtagsteam auf dem Programm. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Spass, einen schönen Abend und alles Gute fürs neue Jahr. Der nächste Kandidat ist einer, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht und er trifft jeden Ball. Ich schätze ihm seine langjährige Erfahrung als Landtagsabgeordneter und sein Fachwissen als Rechtsanwalt. Der nächste Kandidat ist einer von unseren Jüngsten. Was ich vor allem an ihm schätze, ist seine Verlässlichkeit. In Freizeit sieht man ihn häufig auf dem Golfplatz oder auf dem Velo. Beruflich ist er am Finanzplatz. Da hat er auch schon bereits im Ausland wertvolle Erfahrung sammeln können. Politisch möchte er sich vor allem für einen ausgeglichenen Staatshaushalt und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Er hat grosse Berufserfahrung, hat Politik studiert und hat sich in Kommissionen und der Gemeinde engagiert. Für ihn lebt Politik vom Mitwirken von allen Bürgern. Er ist zielstrebig und lässt nicht locker. Ich darf eine sehr interessante, intelligente und sehr sympathische Person vorstellen. Und was witzig ist, die Person lebt im Unterland und mag der Pfö. Die Person hat reichlich politische Erfahrung, schafft in der Wirtschaft und ist ein Familienmensch. Die Person setzt sich ein für eine starke Wirtschafts- und Familienpolitik. Die Person ist die Person, die ich euch vorstellen möchte, ist als gelernter Forstwart natürlich sehr naturverbunden. Aber auch Kultur liegt ihm am Herzen. Am Morgen hat er am liebsten einen guten Kaffee und eine Zeitung. Er ist ein richtiger Familienmensch, humorvoll und hat immer eine gute Idee auf Lager, was ihm als IT-Fachmann sehr etwas nützt. Diese Person hat eure Stimme verdient, weil er sich für unsere Natur und unsere Kulturlandschaft einsetzt. Aber auch, weil ihm die Lösung von unserem Verkehrsproblem ein grosses Anliegen ist. Er ist ein sehr humorvoller und ein offener Mensch, der das Gute im Mensch glaubt. Wert, Tradition und der Glaube haben bei ihm einen sehr hohen Stellenwert. Sein Motto: geht nicht, gibt's nicht. Sein Thema finde ich besonders interessant. Liechtenstein als Gemeinschaft zum Wir fördern. Der nächste Kandidat ist mit Leib und Seele ein Balzner. Er ist ein Macher, er ist jemand, der anpackt. Er selber sieht, das Leben ist zu kurz für Ausreden. Eines von seinen politischen Zielen, wo mir sehr gut gefällt, ist die Erhaltung der Grundwerte und Prägungen. Der Mann hat Handschlagqualität. Das ist das, was unser Land braucht. Menschen, die zu ihrem Wort stehen. Die Person, die ich hier vorstellen darf, kommt aus dem Liechtensteiner Norden und ist eine starke Persönlichkeit. Und hinter jeder starken Persönlichkeit steht eine starke Frau. Und diese starke Frau kommt aus dem Liechtensteiner Süden, sie kommt von Balzers. Ich schätze am Vizepräsident Unterland, dass er sehr verlässlich ist und dass man ihm vertrauen kann. Und er setzt sich extrem ein für die duale Berufsbildung. Geschätzte Damen und Herren, damit haben wir den Reigen
von den gegenseitigen Vorstellungen von unseren 22 Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten abgeschlossen und komme jetzt zu unserem dritten Überraschungsgast. Diese Person ist ein Vaduzer Unternehmer mit Handschlagqualität und wird unsere Regierungsratskandidatin für den Wahlkreis Oberland, Graziella Marok-Wachter, vorstellen. Auch er war in den letzten 8 Jahren im Landtag. Nach insgesamt 18 Jahren in der Politik möchte er jetzt ebenfalls frischer Kräften Platz machen. Er hat sich vor allem für gute Rahmenbedingungen und gleich lange Spiesse für das Liechtensteiner Gewerbe stark gemacht. Dem erfahrenen und bodenständigen Politiker liegen aber auch die Sicherung von unserem Sozialwerk, die Entlastung vom Mittelstand und Transparenz in der Politik sehr am Herzen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Frank Konrad. Graziella ist im wahrsten Sinne des Wortes eine vielseitige Frau. Sie bezeichnet sich selber zwar als die Neue im VU-Regierungsteam. Wenn man aber ihren Bildungs- und Berufsweg anschaut, dann bringt sie extrem viel Wissen und eine langjährige Erfahrung mit. Sie war lange in der Privatwirtschaft tätig und kennt als Leiterin vom Amt für Justiz seit 2018 auch die Verwaltungsseite. So ist die gebürtige Maurer im Unterland aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Mann Rudi und den beiden erwachsenen Söhnen Leonard und Nathan Chan. Der Brat- und Unterländer-Dialekt hat sie ins Oberland mitgebracht und redet heute noch so. Ich finde es sympathisch. Gewissen Sachen muss man einfach treu bleiben. Wer Graziella kennt, weiß, dass sie ein ausgeprägter Familienmensch ist und einen langjährigen Freundeskreis hat. Beiz gibt ihr einen Rückhalt, Bodenhaftung und Stabilität. Die Wurzeln sind ihr wichtig. Sie betont so albig wieder, dass wir als kleines Land unsere Wurzeln nicht vergessen dürfen, damit wir dieser vernetzten Welt besser bestehen können. Aber alles mit dem richtigen Augenmaß und eben mit Bodenhaftung. Wenn man sie fragt, ob sie lieber ein Küppli oder ein Bier trinkt, dann kommt es wie aus einer Pistole geschossen, ein Bier. Graziella ist generell eine, die gerne anpackt und das immer mit einem klaren Ziel vor Augen. Sie hat in ihrer Laufbahn gelernt, Interessen auch gegen Widerstände zu vertreten und auch dann standhaft zu bleiben, wenn es Gegenwind gegeben hat. Sie ist viel gereist, privat, aber auch beruflich. Zum Beispiel hat sie während ihrer Bankzeit die verschiedenen Gesellschaften zu Europa und zu Asien besucht. Mit ihrer offenen Art ist sie ihren bisherigen Weg gegangen. Vielmal war es der Gradweg, manchmal hat es einen Umweg gebraucht, aber alles zur richtigen Zeit und mit viel Freude und Herzblut. Graziella hat, wie wir im Land sagen, der Leute gehen. Das heisst, sie hat das Gespür für die Leute. Sie ist gerne mit den Menschen zusammen und die Menschen auch mit ihr. Und sie bringt gerne mit den Menschen etwas für sie. So sachlich und analytisch, wie sie im Beruf an die Aufgaben herangeht, so emotional kann sie reagieren, wenn man unfair miteinander umgeht. Man muss immer die Situation der Betroffenen berücksichtigen, sonst kann nichts Gescheites rauskommen, sieht sie selber. Und wenn sie dann so richtig in Fahrt kommt, was im Verhältnis zu anderen auf einer relativ ruhigen Art passiert, dann sind sie überzeugt, zusammen kommt man weiter, gerade auch in der Politik. Wir haben ein Team, das alle ihren Beitrag leisten. Für Liechtenstein und seine Menschen. In dem Sinne, Graziella, freue ich mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann stoßen wir mit einem Bier an. Versprochen. Jetzt aber darf ich zum Abschluss vom heutigen Neujahrstreffen am Regierungschefskandidat Daniel Riesch das Wort übergeben. Allen einen schönen Abend. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner vom Liechtenstein, geschätzte Parteifreunde. So viel positive Energie und so viel Menschlichkeit. Ich bin stolz und dankbar, mit dem Team, das auch jetzt gerade vorgestellt worden ist, in die Wahlen 2021 starten zu dürfen. Unser Parteipräsident hat einleitend schon ein paar Worte dazu gesehen, wie es damals vor 35 Jahren zum VU-Neujahrstreffen gekommen ist. Letztes Jahr, beim 34. VU-Neujahrstreffen im Vaduzersaal, ist Vertrauen als wichtigste Ressource der Politik schon im Zentrum gestanden. Und auch heute haben wir es bei den Vorstellungen der Landtagskandidatinnen und Kandidaten und vom Regierungsteam schon ein paar Mal gehört. Vertrauen ist essentiell für ein ehrliches Miteinander. Vertrauen ist die Grundlage für einen Zusammenhalt.
Und so ist der Titel «Teamgeist schafft Vertrauen» auch nicht einfach zufällig entstanden, sondern Vertrauen und Teamgeist ist für uns eine Herzensangelegenheit. Ich bin überzeugt, dass man bei der gegenseitigen Vorstellung der Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten und bei der Vorstellung des Regierungsteams durch die abtretenden VU-Landtagsmandatar das also richtig gespürt hat. Teamgeist und Vertrauen wird bei der Vaterländischen Union gross geschrieben. Wenn wir von Teamgeist reden, meinen wir aber nicht nur den Teamgeist innerhalb der Union, sondern wir meinen den Teamgeist im ganzen Land, in der Politik und in der Gesellschaft. Wir reden von der Begegnung auf Augenhöhe, ehrlich, fair und wertschätzend. Von einer Politik, die einbezieht und verbindet, wo aber auch, wenn es notwendig ist, entschlossen handelt und entscheidet. Kurz, von einer Politik von den Menschen für die Menschen. Grössenverträglich, bodenständig, lichtensteinisch. Das Verständnis von einem erfolgreichen Miteinander ist prägt von gegenseitigem Vertrauen. Von einem Vertrauen in unser Land und ganz besonders von einem Vertrauen in die Menschen, die hier leben. Und genau das bringt zum Ausdruck, dass unsere Politik in der Bevölkerung, in den Wählerinnen und Wählern ihren wichtigsten Koalitionspartner sieht. Weil Liechtenstein unsere gemeinsame Leistung ist. Liechtenstein passiert nicht. Liechtenstein wird gemacht. Das ist in der Vergangenheit so gewesen und das soll und muss auch in Zukunft so sein. Darum möchten wir alle Menschen, die hier leben, einladen, der liechtensteinische Weg vom Miteinander mitzugehen. Weil ein erfolgreiches Team Liechtenstein braucht uns alle. In dem Sinn vom Teamgeist, der das ganze Land überspannt, schliesse ich das 35. VU-Neujahrstreffen und wünsche uns allen ein anderes, ein besseres und vor allem ein gesundes neues Jahr.